Was leer ist, wird randvoll. Was dünn ist, hext sie dick. Was schlampig schick. Was blöd ist, das wird toll. Ene, Mene, 1, 2, 3. Ja, das ist Hexerei. Ene, Mene, 1, 2, 3. Flieg los, Kartoffelbrei. Hex, Hex. Baby Blocksberg, die kleine Hexe, kann so manches, wovon ihr träumt. Und sie wird euch immer helfen, denn sie ist euer bester Freund. Baby Blocksberg, du kleine Hexe, komm und zeig uns, was du kannst. Wir mögen deine Streiche, wie du hexst, wie du lachst, wie du tanzt. Soll ich den Schnellgang einlegen oder willst du lieber gemütlich nach Hause, Marita? Lieber gemütlich, Bibi. Da kann man besser quatschen. Hast du gehört, Kartoffelbrei? Den Quatschgang bitte. Ene, mene, patsch. Kartoffelbrei, mach Quatsch. Hex, hex. Hilfe, kein Sturzflug. Nein, da wird mir schlecht. Oh, war ja auch falsch. Ene, mene, Bumerang. Kartoffelbrei im Bummelgang. Hex, hex. Entschuldige, Marita, aber diese blöde Mathearbeit macht mich nervös. Ich finde das total gemein. Gemein ist gar kein Ausdruck. Kriminell ist das. 4 Wochen lang keine Arbeit und dann plötzlich von heute auf morgen. Und ohne Vorankündigung. Darf die das überhaupt? Lehrerinnen dürfen alles, glaube ich. Das ist ja das Schlimme. Oh, da ist ja plötzlich richtig dicke Luft, in der unsere kleine Hexe Bibi Blocksberg und ihre Freundin Marita gerade von der Schule nach Hause fliegen. Richtig schlechte Stimmung. Dabei ist so schönes Wetter. Nanu, was ist denn jetzt los? Marita, die hinter Bibi auf Kartoffelbrei sitzt, ist plötzlich ganz blass. Du Bibi, ich glaube, mir wird gleich wirklich schlecht. Das liegt bestimmt an der Mathearbeit. Ich weiß nicht. Okay, ich geh runter. Da vorne im Park. Ene, mene, Brandung. Kartoffelbrei, ne weiche Landung. Hex, hex! Na, ist dir wieder besser? Ich glaub schon. Du, ich geh lieber zu Fuß weiter. Soll ich dich nach Hause bringen? Nicht nötig, danke. Tschüss, Bibi. Bis morgen. Tschüss! Na komm, Kartoffelbrei, dann wollen wir beide mal alleine. Ene, mene, Mai, flieg los! Ach, weißt du was? Ich gehe auch zu Fuß. Wie bitte? Bibi geht zu Fuß? Komisch. Sonst fliegt sie doch jeden Meter auf ihrem Hexenbesen. Ist ja auch sehr praktisch. So wie andere Leute sich ins Auto setzen, steigt Bibi immer auf ihren geliebten Wuschel. Tja. Und nun geht sie nach Hause. Du bist gelaufen? Ist was mit Kartoffelbrei? Das ist wieder typisch. Nach Kartoffelbrei fragst du, aber wie es mir geht, will wieder keiner wissen. Ach, Bibilein, hast du deine empfindlichen Minuten? Komm mal her. Komm zu Mami. Kuscheln. Mami, ich glaube, ich werde krank. Du siehst aber ganz normal aus. Mir ist aber nicht normal. Zeig mal die Stirn. Fieber scheinst du nicht zu haben. Lass mal deine Zunge sehen. Völlig normal. Wir sollten trotzdem Fieber messen. Hier, nimm das Thermometer in den Mund. Und wenn ich kein Fieber habe? Ich mach dir auf jeden Fall eine Tasse Krötenbrühe. Die ist immer gut. Ach, Igitt! Nichts Igitt! Krötenbrühe beruhigt und entgiftet, falls du dich irgendwo angesteckt hast. Ach, die ist so eklig. Keine Widerrede. Wenn mein wildes Fräulein Tochter von der Schule zu Fuß nach Hause kommt, dann stimmt irgendetwas nicht. Und dann hilft seit Urgroßmutters Zeiten eben Krötenbrühe. Ach. Bin ich froh, dass ich ein Mann bin und niemals eine Hexe werden kann. Krötenbrühe. An Bibis Stelle würde ich super schnell darauf bestehen, gesund zu sein. Das Thermometer zeigt ja auch nur 36,8 an.
Aber Barbara Blocksberg steht schon in der Küche und braut entschlossen diesen schrecklichen Gesundheitstrank. Oh, was macht sie denn jetzt? Das sieht nach Hexen aus. Ene mene große Mühe, bleibe immer Krötenbrühe. Hex, Hex. Was soll denn dieser Spruch? Verstehe ich nicht. Jetzt lächelt Mutter Blocksberg zufrieden und bringt Bibi eine Tasse. Was hast du denn da eben gehext, Mami? Ich hab deine Hex-Hex gehört. Och, nichts Besonderes. So, komm, mein Kind, trink das. Es hilft wirklich. Ich geh mal schnell telefonieren. Ich brauche einen Termin beim Friseur. Danke, Mami, dass du telefonieren gehst. Ene mene ist nicht Schnuppe, schmecke wie Tomatensuppe. Hex, Hex! So, und nun trinke ich das wie nix. Oh, Spuck! Ist was, Bibilein? Och, Git. Ja, nein, wieso? Die Brühe... Ach, Schätzchen, du hast sicher versucht, sie dir schön zu hexen, oder? Da ich mein Fräulein Tochter kenne, habe ich diese köstliche Krötenbrühe mit einem Anti-Hex-Spruch unverhexbar gemacht. Das lernst du auch noch, wenn du größer bist. So, und nun trink. Och, Igitt. Tja, da habe ich nun schon so viele Bibi-Blocksberg-Geschichten erzählt, aber einen Anti-Hex-Spruch höre ich heute zum ersten Mal. Aber was mich jetzt brennend interessiert, was hat Bibi? Also, so ein bisschen ahne ich es ja. Aha, Vater Bernhard Blocksberg, der gerade nach Hause gekommen ist, scheint es ganz genau zu wissen. Ich will dir sagen, was dir fehlt. Hast du Unlustgefühle? Ja. Einen dicken Kopf? Ja. Glieder schwer wie Blei? Ja. Schreibt dir morgen oder übermorgen eine Mathearbeit? Ja. Nein. Nein, nicht lügen. Schreibt dir oder schreibt dir nicht. Ja. Wusste ich's doch. Du hast die Mathekrankheit. Aber ich bin trotzdem krank, wirklich. Mir wird auch schlecht beim Fliegen mit Kartoffelbrei. Kein Problem, gehst du eben zu Fuß. Nein, ich gehe jetzt ins Bett. Das ist sehr löblich. Dann bist du morgen wieder okay. Niemals. Das wirst du ja sehen. Bibi? Ja? Nimm dir ein Mathebuch mit ins Bett. Ja. Auweia, jetzt müsstet ihr Bibi mal sehen, wie sie in ihrem Zimmer hin und her stiefelt. Richtig grimmig sieht sie aus. Die Nase kraus, Lippen ganz schmal, stocksauer. Ich glaube, am liebsten möchte sie ihren Vater in einen Waldschrat verhexen. Oder in irgendetwas anderes Potthässliches. Ach, dem zeig ich, dass ich krank bin. Wäre ja gelacht. Ene mene Ziegenpeter, zeig hohes Fieber, Thermometer. Hex, Hex! Ach, Mist! Jetzt ist das Thermometer geplatzt. Hab wohl zu hohes Fieber gehext. Na gut, dann eben anders. Ene mene Patsche nass, ich bin elend, krank und blass. Hex, Hex! Also ich weiß nicht, Bibi, das ist aber ein sehr, sehr gefährlicher Hexspruch. Wenn du nun wirklich krank wirst. Denn eigentlich bin ich ja froh, dass du nur die Mathekrankheit hast. Hex dir bloß nichts Schlimmes an, nur weil du wütend auf deinen Vater bist. Papi, würdest du mich bitte mal ansehen? Wie siehst du denn aus? Wie eine Wasserleiche. Glaubst du nun, dass ich echt was habe? Ach, Bibilein, versuch nicht, deinen alten Vater zu verscheißern. Ich kann zwar nicht hexen, aber ich rieche es meilenweit, wenn du gehext hast. Ach, Quatsch. Es riecht nach Schwefel. Außerdem hast du vergessen, dir die Hände blass zu hexen. Wieder kein Glück gehabt. Naja, aber nun ist ja alles klar. Vater Blocksberg nimmt seine Tochter in den Arm und hört sich die Beschwerde über die Mathelehrerin an. Dann verspricht er, auf dem nächsten Elternabend darüber zu reden, setzt sich mit Bibi hin und übt geduldig mit ihr Mathe. Nett von ihm. Am nächsten Morgen allerdings
sieht die Welt trotz des Übens noch nicht anders aus. Ach, Babylein, hör auf, in deinem Kakao rumzurühren. Papi hat doch gestern mit dir so schön geübt. Ging doch alles sehr gut. Nicht wahr, Bernhard? Ja, natürlich. Ach, übrigens, hast du das gelesen? Wie soll ich was gelesen haben, wenn du dir die Zeitung immer zuerst nimmst? Hör mal zu. Zum ersten Mal großer Ärztekongress in Neustadt. Mediziner aus aller Welt zu Gast. Sehr gut. Unsere kleine Stadt macht sich. Alle Achtung. Gehst du mal ran, bitte? Ja. Blocksberg? Ja. Ach, was hat sie denn? Ach, du Schreck. Was? Schon im Krankenhaus? Ja, natürlich. Bibi sagt in der Schule Bescheid. Ja, nun beruhigen Sie sich erst mal. Gut, wiederhören. Was ist denn, Mami? Was soll ich in der Schule sagen? Das war Maritas Mutter. Sie hat Marita heute ganz früh ins Krankenhaus gebracht. Blinddarm. Sie ist schon operiert. Ist alles gut verlaufen. Marita liegt im Krankenhaus? Ach, die hat's gut. Braucht die blöde Mathearbeit nicht zu schreiben. Ach, Bibi, nun hör endlich auf. Mit solchen Sachen spaßt man nicht. Ja. Komm, Kartoffelbrei. Wir gehen zur Schule. Gehst du oder fliegst du? Ich fliege natürlich. Was bleibt mir anderes übrig? Hier glaubt mir ja doch keiner. Tschüss. Ich find's ja immer schade, wenn man sich in gedrückter Stimmung trennt. Maritas Eltern, ja, die hätten allen Grund. Denn man bekommt schon einen Riesenschreck, wenn das Kind ins Krankenhaus muss. Aber so eine Mathearbeit ist nun wirklich kein Grund zur Panik. Bibi scheint das nicht so zu sehen. Sie fliegt unlustig in Richtung Schule. Blöde Mathearbeit. Überhaupt, wenn Marita nicht da ist, macht die Schule erst recht keinen Spaß. Mit wem soll ich denn quatschen, wenn es im Unterricht langweilig wird? Ja, wenn ich... Natürlich! Wow, das mache ich! Halt mal an, Kartoffelbrei. Ich habe eine super Idee. Ene, mene, Schnullimaus. Ich lieg auch im Krankenhaus. Hex, hex! Was? Hey, Moment mal. Habe ich eben richtig verstanden? Bibi liegt im Krankenhaus? Tatsächlich. Da liegt Bibi Blocksberg im Nachthemd in einem Krankenzimmer und neben ihr blass und mit geschlossenen Augen in einem zweiten Bett Marita. Bibi, was hast du gemacht? Oh, Marita wird gerade wach. Wieso ist der denn blind? Wenn er nicht gucken kann, dann braucht er einen blinden Hund oder eine starke Brille, Herr Doktor. Ganz bestimmt. Oje, Marita fantasiert. Hallo, Marita, aufwachen. Du bist im Krankenhaus. Ja, Mami, ich weiß, Mami. Ich bin nicht deine Mami. Ich bin Bibi. Bibi, Hex, Hex, verstehst du? Ich kann nicht hexen. Musst du zu Bibi gehen. Bibi, du? Na, wie geht's denn unserer kleinen Patientin? Ah, du bist schon wach. Gut, gut. Wie viele Finger sind das? 5. Stimmt, genau. Sehr schön. Also, Marita, du hast die Operation gut überstanden. Du musst jetzt nur ein paar Tage brav liegen bleiben. Das ist vielleicht ein wenig langweilig, aber das geht vorüber. Ich langweile mich nicht. Ich habe ja Bibi. Ah, das ist gut. Mit deiner Puppe kannst du spielen. Ich bin keine Puppe. Ich bin echt. Sieh an, eine neue Patientin. Hab dich ja gar nicht bemerkt. Wo fehlt's uns denn? Uns? Wo es Ihnen fehlt, weiß ich nicht. Und mir? Ach, eigentlich fehlt's mir nirgendwo. Hab keine Angst, mein Kind. Sag dem Onkel Doktor ruhig, was du hast. Ja, eigentlich. Papi sagt, es ist die Mathe-Krankheit. Aber, Moment mal. Ene, mene, Brötchen backen. In den Gelenken hört man's knacken. Hex, hex! Nanu, was sind denn das für merkwürdige Geräusche? Och, das ist immer so, wenn ich mich bewege. Seltsam, seltsam. Arme zur Seite. Wieder runter. Hoch. Runter. Tut das weh? Nö. Tja, mein Kind. Mit diesen merkwürdigen Symptomen wirst du wohl etwas länger hierbleiben müssen. Ach
bin auf der Suche nach dem Chefarzt. Ah, da sind Sie ja, Herr Obermedizinalrat. Ich brauche ein Interview wegen des Ärztekongresses. Sie sind doch der Organisator Psst, und der da... Psst, meine Dame. Die kleinen Patientinnen brauchen absolute Ruhe. Oh, Entschuldigung, aber ich muss wirklich mit Ihnen... Huch, Bibilein, was machst du denn hier? Und Marita, was ist denn passiert? Sie kennen die Kinder? Natürlich, natürlich. Was haben Sie denn? Ich habe einen Blinddarm. Und ich habe... Nicht bewegen, mein Kind. Absolute Ruhe. Was ist es denn, Herr Obermedizinalrat? Ach, wahrscheinlich ein äußerst seltener Fall von Gelenkus Knackus. Gelenkus Knackus? Wie sensationell. Psst. Also es wird höchste Zeit, dass ich auch mal wieder etwas sage. Mir hat es doch wirklich eben die Sprache verschlagen. Da hat sich unsere kleine Lieblingshexe also tatsächlich ins Krankenhaus gehext, nur um einer Mathearbeit zu entgehen. Und hat sich auch noch eine Krankheit zugelegt, die sehr, sehr komisch klingt. Na, Bibi, ich bin gespannt, wie du aus der Sache wieder rauskommst. Ah, wusste ich's doch. Das Unheil nimmt schon seinen Lauf. Ich höre Carla Kolumna telefonieren. Ach, Sie wissen gar nichts davon? Nein. Wieso ist Bibi im Krankenhaus? Was ist denn passiert? Sie hat Gelenkus Knackus oder so. Sie hat was? Na, irgendwelche seltenen Geräusche in den Gelenken. Absolute Ruhe hat der Arzt verordnet. Aber sie langweilt sich bestimmt nicht. Marita ist ja bei ihr. Sie liegt mit Marita in einem Zimmer? Mir fehlen die Worte. Beruhigen Sie sich doch, Frau Blocksberg. Wir kriegen das schon hin. Ich besorge Ihnen die besten Ärzte der Welt vom Ärztekongress. Bibi wird bestimmt gesund. Tschüsschen, hab's eilig. Der Kongress beginnt gleich. Knack. Aufgelegt. Fassungslos starrt Barbara Blocksberg am anderen Ende auf den Hörer in ihrer Hand. Dann legt sie auch auf. Ihre Miene verheißt nichts Gutes. Also, wenn meine Mami früher so ein Gesicht gemacht hat, dann, naja, ich will lieber nicht daran denken. Ich kümmere mich am besten mal um den Ärztekongress und gucke in den großen Rathaussaal. Aha, der Herr Bürgermeister tritt gerade ans Rednerpult. Bestimmt die Eröffnungsrede. Liebe Wählerinnen und Wähler, liebe Ärztinnen und Ärzte, Neustadt ist stolz darauf, diesen Ärztekongress in seinen Mauern begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich ganz besonders, Sie alle so gesund hier versammelt zu sehen. Was man von mir nicht sagen kann. Denn als ich heute Morgen aufgestanden bin, liebe Ärztinnen und Ärzte, da hat's hier hinten, da am Rücken geziebt. Und weil Sie gerade alle versammelt sind, fällt mir auch noch ein, dass ich manchmal Ohrensausen habe. Und wenn ich ein fettes Eisbein gegessen habe, muss ich immer so komisch aufstoßen. Aber Bürgermeisterchen, das interessiert doch niemand. Das interessiert niemand? Aber wann hat man schon mal so viele Ärzte? Und ich bin sicher ein interessanter Fall. Na gut. Also, verehrte Ärztinnen und Ärzte, wie sagte mein Großvater immer, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Und eine gesunde Stadt braucht einen gesunden Bürgermeister. In diesem Sinne, mein Körper steht Ihnen in meinem Büro zur Verfügung. Ich erkläre den Ärztekongress für eröffnet. Damit verlässt der Bürgermeister den Rathaussaal, begibt sich in sein Büro und macht schon mal den Oberkörper frei. Aber keiner der Kongressteilnehmer interessiert sich für ihn. Dafür schart sich sofort ein Grüppchen von berühmten Ärzten um Carla Kolumna und den Chefarzt des Neustädter Krankenhauses, als beide von Bibis knackenden Gelenken berichten. Das findet man hochinteressant. Tja, und was macht Bibi inzwischen? Ah, sie schwatzt mit Marita. Ist das nicht irre, Marita? Jetzt liegen wir beide nebeneinander im Krankenhaus und quatschen. So, als ob du bei mir schlafen darfst. Oder ich bei dir. Ich find's richtig gemütlich. Ich weiß nicht. Mir tut's am Bauch weh, da, wo sie operiert haben. Und dann ist mir auch schwindelig. Das kommt sicher von der Narkose. Soll ich still sein? Nee, kannst ruhig weiterreden. Die sitzen jetzt alle in der Klasse und schwitzen über der Mathearbeit.
Gut, dass du das mit dem Blinddarm bekommen hast. Ja, es hat aber ganz schön wehgetan heute Nacht. War nichts mit Schlafen. Und dann hat Mami endlich den Arzt gerufen. Krankenhaus ist blöd. Was? Hättest du lieber die Mathearbeit geschrieben? Eigentlich schon. Lieber als operiert werden. Auch wenn ein Blinddarm nicht so schlimm ist. Ach so? Nachdenklich schaut Bibi zu Marita hinüber, die nun schweigend an die Decke starrt. Dann kommen zwei Schwestern und schieben Maritas Bett in ein anderes Zimmer, weil Bibi mit ihrer seltenen Krankheit untersucht werden soll. Tja, so hat sich Bibi das natürlich nicht vorgestellt. Allein in einem Krankenhauszimmer. Mensch, ist das langweilig, wenn man nicht krank ist. Oh, ich glaube, es gibt Theater. So, hier steckst du also. Mami, ich... Sei froh, dass ich überhaupt noch mit dir spreche. Kannst du mir mal sagen, was du dir dabei gedacht hast? Ach, ich... gar nichts, glaube ich. Es kam plötzlich so über mich, als ich an die Mathearbeit und an Marita gedacht habe. Was glaubst du, was über mich gekommen ist? Schule schwänzen, sich eine Krankheit anhexen, das ist ja wohl die Spitze. So ein Hexverbot, wie du heute bekommst, hast du noch nicht erlebt. Du ziehst dich sofort an und kommst mit, zu Fuß. Ja, Mami. Sofort, Mami. Es tut mir leid, Mami. Where is the interessante Person? Dabei, dabei, lassen Sie mich durch, Genosse, Kollege. Sehr seltene Krankheit interessiert mich blendend. Meine sehr verehrten Kollegen, hier ist die kleine Patientin. Ja, was machen Sie denn da? Das Kind gehört ins Bett. Absolute Ruhe hatte ich angeordnet. Dieses Kind ist mein Kind, Herr Doktor. Und ich habe die Absicht, es mit nach Hause zu nehmen. Ihre Tochter ist schwer krank, gute Frau. Sie hat eine höchst seltene Krankheit, für die sich meine internationalen Kollegen sehr interessieren. Ja, gestatten, Professor Pillbox from USA. Professor Max Nix aus Moskau. Ich mich auch vorstellen. Berühmter Arzt aus China. Professor, tu nie weh. No, I will see ya. Jetzt will ich sehen, Gelenkus Knackus. Oh, very interesting. Dieser Gelenkus Knackus ist nichts weiter als eine unüberlegte Hexerei meiner unmündigen Tochter, meine Herren. Ja. Liebe Frau, Hexerei ist bloßes Quatsch. Hexelei gibt es nicht. Habe nix Angst. Wir werden wieder machen gesund, Ihre Tochter. Ja, ja. Meine Herren Professoren, auch wenn Sie noch so... Verehrte Dame, Sie müssen uns im Dienste der Wissenschaft Ihre Tochter hier lassen. Yes, wir Amerikaner sind als Erste auf dem Mond gelandet. Oh. Gelenkus Knackus, no problem for USA. Wir Russen waren eher im Weltall. Ich werde auch zuerst heilen, seltene Krankheit. Wir Chinesen haben älteste Heilkunst von Welt. Will heilen ohne Operation. Ganz schmerzfrei, liebe Frau. Ohne Operation? Schmerzfrei? Na gut, meine Herren, im Dienste Ihrer Wissenschaft. Baby, zieh dich wieder aus. Oh, nein, Mami. Ich möchte doch lieber mit nach Hause. Zu spät, mein Kind. Möchte sehen, wie du da wieder rauskommst. Damit verlässt Barbara Blocksberg das Krankenzimmer. Aber wie ich sie kenne, setzt sie sich zu Hause sofort vor ihre Hexenkugel, die sie ja wie einen kleinen Fernseher benutzen kann, und beobachtet ihre Tochter. Bibi ist inzwischen ganz schön mulmig zumute mit den drei berühmten Professoren, die sie alle gesund machen möchten. Was hat gerade der kleine Chinese gesagt? Erst untersuchen, verehrte Kollegen. Wie heißt du, mein Kind? Bibi Blocksberg. Gut, Bibi Blocksberg. Lass uns mal hören, diese merkwürdigen Geräusche. Die merkwürdigen Geräusche? Bitte. Soll ich den Arm, meinen Arm heben? Ja, erst den rechten. Und jetzt den linken. Very interesting, very interesting. Ja, wo tut es dabei weh? Nirgendwo. Aber es muss doch wehtun, wenn es knackt. Also, knacken tut weh. Warum muss wehtun? Wir in Russland haben schon lange schmerzfreien Gelenkus Knackus diagnostiziert. Aber Herr Kollege, die amerikanische Form dieser Krankheit ist schon seit den Indianern nachweisbar. Ob Schmelz oder ohne Schmelz. Tatsache ist, es macht Geräusch. Und Geräusch ist Krankheit. Und Krankheit muss geheilt werden. Wenn wir heilen, müssen wir wissen mehr über Krankheit. Well, wir Amerikaner wissen alles. Da zanken sich die gelehrten Herren Professoren um eine Krankheit, die überhaupt keine ist. Bibi kommt gar nicht zu Wort.
und eigentlich möchte sie sich das Knacken auch wieder weghexen. Aber andererseits fängt es an, ihr Spaß zu machen, wie da drei große Medizinnationen in ihrem Krankenzimmer gegeneinander kämpfen. Lauter kleine Hexideen schwirren ihr plötzlich durch den Kopf. Bibi, Bibi, mach's nur nicht noch schlimmer. Denn ein erster Hexeinfall hat wirklich schon genug angerichtet. Übrigens, deine Mutter telefoniert gerade wieder mit Carla Kolumna. Ist Ihnen das klar, Frau Kolumna? Was sagen Sie da? Bibi hat alles nur erfunden? Sensationell! Das gibt ja noch eine traumhafte Schlagzeile. Stadtbekannte Junghexe führt internationalen Ärztekongress an der Nase herum. Ich glaube nicht, dass das gut ist, Frau Kolumna. Lassen Sie's doch. Sie sind doch auch darauf reingefallen. Ach, Papalapap, ich bin hart im Nehmen. Außerdem ist der Artikel über Bibis Krankheit schon im Druck. In der Sonderausgabe. Da muss doch morgen der nächste erscheinen. Die Leute wollen schließlich wissen, was mit dem Kind los ist. Wenn Sie meinen, Frau Kolumna, ich wollte uns allen nur Ärger ersparen. Tja, Schicksal, nimm deinen Lauf. Sonst sage ich immer Kopf hoch, Bibi. Nimm's nicht so schwer. Oder so. Heute möchte ich am liebsten Barbara Blocksberg trösten. Denn so schlimm ist das doch alles gar nicht. Ich find's eigentlich sogar lustig, wie die drei Professoren fachsimpeln und sich nicht einig werden können. Oh, jetzt scheint ihnen doch etwas Gemeinsames eingefallen zu sein. Sie nicken zufrieden und... Tja, Bibi muss zur Röntgenuntersuchung. Das hier ist ein Röntgenapparat, mein Kind. Damit können wir Ärzte in dich reingucken und vor allem deine Knochen und Gelenke sehr gut erkennen. Das tut gar nicht weh und du brauchst keine Angst zu haben. Angst habe ich auch nicht. Bist du schon mal geröntgt worden? Nee, aber ich weiß, was das ist. Das ist wie Fernsehen, nur umgekehrt. Sie gucken und ich bin das Programm. Haha, sehr gut. Was bist du für Programm? Ich? Mal sehen. Ene mene Mohikana... Zeig Cowboys jetzt und Indianer. Hex, Hex! Oh, wonderful! What a super! Sie haben sehr gute Röntgenapparate in Old Germany, Herr Kollege. Ja, meinen Sie? Ja! Da muss irgendetwas kaputt sein. Moment. Bitte. Nicht abschalten! Очень хорошее Programm! Sehr gutes Programm! Ja, ja, schneller reiten und schießen. Schieß doch. Bravo, schon wieder zwei Amerikaner getroffen. Ich verbitte mir diese Begeisterung, Herr Kollege. Indianer sind aber auch Amerikaner. Jetzt zwei andere Amerikaner vom Feld gefallen. Bravo, bravo. Also man sollte es nicht glauben. Da sitzen diese weltberühmten Mediziner vor dem Röntgenschirm im Neustädter Krankenhaus, schauen begeistert einem Wildwestfilm zu und haben völlig vergessen, warum sie eigentlich da sind. Sowas. Bibi, mach endlich Schluss. Ene mene Maus, Kino ist jetzt aus. Hex, Hex! Oh nein! Oh, so war sehr gut! Meine Herren Kollegen, wollen wir doch bitte zu unserem Thema zurückkehren. Knackt's noch, Bibi? Ja. Oh. Und wie? Oh. Dann stell dich mal hinter den Röntgenschirm, mein Kind. Ja, mach ich. So, ja. Ene mene Pickelhauben, Gelenke zeigen lauter Schrauben. Hex, Hex! Oh, das ist nicht möglich. Hast du das schon immer? Was habe ich schon immer? Na, die Schrauben in deinen Gelenken und die Zahnräder, das muss ja knacken. Heaven, Bibi, du bist verschraubt. Everywhere, oh, überall. In den Schultern, in den Ellenbogen, in den Händen, in den Knie- und Fußgelenken. Sehr viel Schrauben. Also, ich habe ja auch schon mal ein Röntgenbild von mir gesehen und weiß genau, dass ich keine Schrauben habe. Kein Mensch hat Schrauben. Auch wenn man sagt, bei dem ist eine Schraube locker. Damit ist was anderes gemeint, oder? Aber Bibi sieht innerlich tatsächlich aus wie ein Roboter, verschraubt wie eine Maschine. Die Ärzte sind ganz aus dem Häuschen. Hey Bibi, quietscht es auch manchmal, wenn du gehst? Ja, manchmal, wenn ich das Knie hochhebe. Oh, das sind verrostete Schrauben, mein Kind. Oh, da muss man ölen. Yes, Öl,
Oil ist das Allheilmittel für dich. Gutes Texas Oil. Jeden Tag ein Liter. Igitt! Niemals Öl! Akupunktur, alte chinesische Heilmethode, hilft auch hier. Viele kleine Nadeln in Kölpel. Piekt das? Es ist schmerzlos, mein Kind. Aber meine Herren Kollegen, keine Akupunktur. Wir in Russland nehmen Messer. Das Messer? Wofür? Meine Mutter hat gesagt... Keine Angst, nur kleine Operation. Mutter kann nichts haben dagegen. Ich muss entfernen, Schrauben. Brauchst du nicht mehr. Fremdkörper. Eine äußerst leichtfertige Methode, Herr Kollege. Manch wissen Sie. Oh. Wollen Sie, dass das Kind auseinanderfällt? Weil Sie ihm die Schrauben rausnehmen? Ich verbitte Wort leichtfertig. Operation ist nicht richtig, Freunde. Weil Sie verbitte Schrauben rausnehmen wollen, lieber Herr Kollege. Da streiten Sie schon wieder. Diesmal um die beste Heilmethode. Nun such dir das Beste aus, Bibi. Ein Liter Öl täglich oder Akupunktur. Was das ist? Da werden in bestimmte Stellen im Körper viele kleine Nadeln gepickt. Eine uralte Heilmethode aus China. Oder Operation. Professor Max Nix möchte so gerne... Oh, Moment. Ich muss schnell mal die spannende Geschichte im Krankenhaus unterbrechen, denn vor Blocksbergs Haus in Gersthof bei Neustadt fährt gerade der Herr Bürgermeister in seinem Dienstwagen vor. Frau Blocksberg, haben Sie diese Zeitung schon gelesen? Nein, aber ich ahne, was drinsteht. Bibi Blocksberg schwer krank. Die besten Ärzte der Welt an ihrem Krankenbett. Das ist doch... Was das ist, weiß ich selber. Ein dummer Streich meiner Tochter. Ich hab's geahnt, als ich den Namen Bibi Blocksberg gelesen habe. Gelenkus Knackus. Was für eine Krankheit. Da ist mein Zipperlein im Kreuz viel ehrlicher. Eine Katastrophe. Eine Katastrophe ballt sich über Neustadt zusammen. Sie müssen was tun, Frau Blocksberg. Was soll ich denn tun, Herr Bürgermeister? Sorgen Sie dafür, dass Ihre Tochter krank bleibt. Bitte? Ich verstehe nicht... Wenn es herauskommt, dass ein kleines Mädchen drei weltberühmte Professoren an der Nase herumführt, ist das eine Blamage für unsere Stadt, nicht auszudenken. Nie wieder bekommen wir einen Kongress nach Neustadt. Na gut, ich werde mir was einfallen lassen. Tun Sie es, zum Wohle der Stadt. Ich werde auch Frau Kolumna bitten, dass sie nicht weiter darüber schreibt. Auf Knien werde ich Sie bitten. Jawohl, auf Knien. Also das muss ich unbedingt sehen. Der Bürgermeister auf Knien vor Carla Kolumna? Der Arme. So klein habe ich ihn ja noch nie gesehen. Ganz geknickt steigt er wieder in seinen Dienstwagen und fährt... Ja, tatsächlich, er fährt zum Pressehaus, steigt aus, nimmt den Fahrstuhl zu Carlas Redaktion und öffnet die Tür. Aber auf die Knie geht er nicht. Frau Kolumna, haben Sie das hier geschrieben? Oh! Bürgermeisterchen, Sie bei mir? Welche Ehre, ich fasse es nicht. Haben Sie das hier geschrieben oder nicht? Wenn Sie den Artikel über Bibi Blocksberg meinen, natürlich steht ja mein Name drunter. Schrecklich diese Krankheit, nicht? Schrecklich ist gar kein Ausdruck. Katastrophal ist diese Geschichte. Frau Kolumna, Sie wissen genauso gut wie ich, dass das wieder ein Streich dieser kleinen, stadtbekannten Junghexe ist, die bereits 11-mal durch die geschlossene Scheibe meines Büros geflogen, ach, was sag ich, gedonnert ist. Und alles wieder heil gehext hat. Ja. Aber diesmal hat sie sich offensichtlich etwas ausgedacht, was an den Grundfesten unserer Stadt rüttelt. Na da! Haben Sie es nicht eine Nummer kleiner? Nein, habe ich nicht. Ich will Schaden abwenden, Schaden vermeiden. Und deshalb dürfen Sie auf keinen Fall die Wahrheit schreiben. Ich schreibe, was ich will. Nein. Doch. Ich verbiete es. Ha! Sie mir? Ja, ich Ihnen. Die Pressefreiheit ist mir heilig. Das Wohl unserer Stadt ist mir heilig. Da lache ich zweimal. Ha, 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 ha. Frau Kolumna, ich bitte Sie, hören Sie, ich bitte Sie auf diesen... auf diesen meinen Knien. Decken Sie die Geschichte mit Bibi nicht auf, ja? Bürgermeisterchen, ich bin gerührt. Sie vor mir auf den Knien, was Sie das wohl gekostet hat. Dafür gibt's einen Bussi auf die Glatze. Oh, das musste ja nun nicht sein. Helfen Sie mir bitte wieder hoch. Danke. Schreiben Sie es nun oder nicht?
Natürlich nicht. Man hilft ja, wo man kann. Also das eben war wirklich ein Bild zum Küssen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber nun wird's höchste Zeit, wieder bei Bibi und den Professoren zuzugucken. Mal sehen, was da inzwischen los ist. Ach du Schreck. Ich glaube, in der Diskussion hat Professor Maxnix aus Russland gesiegt. Und das heißt Operation. Oder? Ich will keine Operation. Kommt überhaupt nicht in Frage. Musst haben keine Angst. Vormesser ist Narkose. Du merkst nix, verspricht Maxnix. Gut? Nein, nix gut. Ich will nicht mehr. Ene Mene, ach du Schreck, falsche Krankheit wieder weg. Hex, Hex. So, ich glaube, Herr Professor, ich bin vor lauter Schreck wieder gesund geworden. Ja, ja, Kind. Also dann, Arm bewegen, bitte. Oh. Oh, oh, oh. Knie beugen, bitte. Oh. Oh. Nix gesund, Kind. Gelenkus Knackus muss sein Operation. Auweia, warum geht das Knacksen nicht weg? Das war doch der richtige Spruch. Mami, Mami, ich will nicht operiert werden. Oh Mann, dann lieber Öl oder Pieksen. Das ist nicht ganz so schlimm. Meine Lede, die ganze Zeit. Patient will keine Operation. Akupunktur, besser. No, mein Texas Oil is the best. Ich schwöre. Nein, Akupunktur, laut der kleine Nadel. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine Operation bei dieser Kollege. Krankheit. Jetzt reicht es mir. Schluss, Schluss, Schluss. Ich will nichts mehr hören. Öl kann auch nicht schlechter sein als Mamis Krötenbrühe. Daneben Öl. Ene Mene, Menschenfresser, vergesst das Pieksen und das Messer. Hex, Hex! Na gut. Ich denke, ihr Amerikaner habt sehr gutes Rezept. Erst Öl, hilft nix. Dann pieksen. Einverstanden? Gut, ich einverstanden. Erst schlucken, dann stechen, dann schneiden. Nicht meine Reihenfolge, aber kann man machen. So einfach ist das also. Hex, Hex, und schon haben die Professoren sich vertragen und alles ist in Ordnung. Ein Krankenpfleger wird zur nächsten Tankstelle geschickt, um einen Liter Öl zu holen. Und als er damit zurückkommt, ist Carla schon zur Stelle mit gezücktem Fotoapparat. Ich weiß alles, mein Kind. Aber es bleibt unser Geheimnis. Sag jetzt nichts. Trink, Bibi, aber nicht ohne Foto. Oh, das ist meine Foto. Ja, meine Therapie. Stellen Sie sich ruhig daneben, Mr. Professor. Ich schaff's nicht. Na komm, Augen zu und runter mit dem Zeug. Stell dir vor, es wäre irgendwas Leckeres. Na klar, warum bin ich nicht selber darauf gekommen? Ene Mene Seidenstola, Texas Öl, schmecke wie Cola. Hex, Hex! So, jetzt können Sie fotografieren. Kommen Sie, Professor Pillbox. Vielleicht hilft das Öl wirklich. Na nun, ich hab doch gar nicht gehext. Mami? Wo bist du? Ist nicht da. So, nun lass mal sehen, Baby, ob mein Öl gewirkt hat. Ne? Ist von großem wissenschaftlichen Interesse. Ja, so, so, Kniebeuge bitte. Oh, oh, sehr gut. Arme heben. Oh, oh, wonderful, wonderful, super. Arme kreisen. Oh, oh, geräuschlos. Ja, ich wusste es, du bist geheilt, mein Kind. Aber meine Akupunktur hätte genauso geholfen. Schwöre ich, Schmelzfleisch. Öl, nix gut, nur im Moment. Krankheit kommt wieder, dann ich operiere. Meine Herren, das wird nicht nötig sein. Dieses Knacken, wie soll ich sagen, hat ausgeknackt. Und jetzt bitte ein Gruppenfoto mit Bibi. Oh ja, Gruppenfoto, gerne. Solch eine interessante Krankheit konnte Ihnen nur Neustadt bieten. Das finden die berühmten Professoren auch, die sich um Bibi scharen, sich fotografieren und interviewen lassen und höchst zufrieden sind. Und noch jemand ist zufrieden, Barbara Blocksberg. Sie schiebt schmunzelnd ihre Hexenkugel zur Seite, nimmt ihren Besen Baldrian aus dem Schrank und startet in Richtung Krankenhaus. Es wird auch Zeit, dass Bibi wieder nach Hause kann, nicht wahr? Vorher gibt's noch ein Küsschen und ein Tschüsschen für Marita, die ja noch ein paar Tage bleiben muss. Natürlich auch das Versprechen von Bibi, sie jeden Tag zu besuchen. Dann sausen die beiden Blocksbergs auf ihren Besen los.
Mami, warum konnte ich denn die Krankheit nicht mehr weghexen? War das der falsche Spruch? Hast einen ganz schönen Schreck gekriegt, nicht wahr? Ja, Mami. Es war schon der richtige Spruch, mein Kind. Nur, ich hatte eine Rückhexsperre gehext. Ein wenig Strafe muss schon sein. Aber bei dem Foto habe ich dir das Knacken weggehext. War ja zu hören, oder? Ja, Mami. Danke. Und danke, dass ich mir das Öl lecker hexen durfte. Und den Vergessensspruch für die Professoren. Na, eine Strafe reicht wohl. Ja, Mami. Ach, weißt du, Bibi, wenn wir zu Hause sind, setzt du dich gleich an die Matheübungen. Vielleicht hilft dir Papi wieder. Ach, das hat doch jetzt Zeit. Die Mathearbeit ist längst vorbei. Das denkst du, mein Kind. Du hast offensichtlich nie den Spruch auf Seite 143 in meinem Hexenbuch gelesen. Ene mene kleine Sorgen, Mathearbeit ist erst morgen. Och, Mami. Och, Baby. Das hätte ich unserer kleinen Lieblingshexe ja nun doch gegönnt, dass sie um die Mathearbeit herumkommt. Aber Eltern haben eben mehr zu sagen als Erzähler. Und Vater Blocksberg ist ja da zum Matheüben heute Abend. Na schön, dann werde ich mal nach Hause gehen. Hab ganz schön lange gesessen heute. Oh, war ich das oder mein Stuhl? Nein, war nur der Stuhl. Gott sei Dank. Also tschüss dann. Bis zum nächsten Mal.